Ja, mein Leute, herzlich willkommen zurück bei Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind ja hier genau in der richtigen oder beziehungsweise auf der richtigen Map unterwegs, Leute. Heute sind wir nämlich als Mac am Start und Mac ist heute unser Notarzt. Ja, also Mac ist unterwegs mit, wir schaffen das, dem Sprintboost, Einfühlungsvermögen und botanischem Wissen. Nee, ich dachte ja, ich habe was gehört. Außerdem natürlich hat sie ihren Koffer dabei, ja, ihren Medizinkoffer. Hier ist also schon mal der Trapper Tony da hinten. Also wir spielen gegen den Trapper, Evan ist am Start. Und ja, wie gesagt, Medikit ist natürlich auch dabei. Und wenn da jemand an den Haken kommt, dann werden wir unser Bestes geben, ihn zu heilen und ihn zu retten. So, okay. Ruin ist auf jeden Fall wieder mit dabei. Es haben zwei Leute übrigens 100% Offering gedroppt und hey... Das Event scheint wieder am Start zu sein, Leute. Das Fläschchen ist ja wieder da. also im Hauptmenü sind alle Überbleibsel vom Halloween-Event bereits weg. Und ja, in-game scheinbar nicht. Ich habe gestern keinen Dead by Daylight gespielt. Die Server waren nämlich gegen Abend irgendwie down, die Anmeldeserver. Scheiße, der wird mich gesehen haben. Die Anmeldeserver waren down. Wahrscheinlich wollten einfach zu viele Leute gestern nochmal spielen und die letzten Minuten ausnutzen, um die Halloween-Fläschchen zu farmen. Da ist er immer noch. Ah, der hat uns auch gesehen. Okay, dann hau ich ab. Ich weiß jetzt nicht, ob er hier geblieben ist, weil er mich natürlich jetzt die ganze Zeit, oder was heißt die ganze Zeit, aber hat mich auf jeden Fall zweimal gesehen, denke ich. Das wird ihm wahrscheinlich nicht so gut gefallen haben, dass ich da gewartet habe. Hm, könnte gut sein, dass er deswegen jetzt nochmal zurückgekommen ist. Wenn ich einen Moment irgendwo chillen könnte, ich hatte erst die Hoffnung, dass er weggegangen ist von mir. Wenn ich irgendwo einen Moment chillen könnte, dann würde ich es vielleicht sogar hinbekommen, den Sprintboost wieder zu kriegen. Wow, das war knapp. Hat aber gereicht. Okay. Er ist von uns weg. Dann heilen wir uns schnell mit dem Medikit. Dadurch, dass wir botanisches Wissen auch noch dabei haben und zwei Addons, sollten wir uns auf jeden Fall easy damit heilen können. Also mindestens zweimal locker. Und zweiter Gen ist fertig. Okay, ja, war jetzt irgendwie ein schlechter Einsatz vom Notarzt, ne? Da muss er ein bisschen vorsichtiger vorgehen beim nächsten Mal. Da ist er dem Trapper ja schon fast einfach ins Gesicht gerannt. Auf der Map können Traps teilweise relativ stark sein. Wenn jetzt hier hinter einer ist und ich in der Jagd bin, dann kann ich da schnell mal reinspringen. Aber ich finde, dass sie meistens halt auch wirklich nur in der Jagd wirklich stark sind, weil der Untergrund hier sonst sich einfach zu sehr abhebt von den Fallen, beziehungsweise andersrum. Die Fallen heben sich zu sehr vom Untergrund ab. Aber da hat es jemand geschafft, ohne in der Jagd zu sein, da reinzutreten. So, da rennen wir jetzt mal wieder direkt hin. Wir sind ja der Notarzt, Leute. Sorgen wir mal dafür, dass wir in die nähere Umgebung kommen. Ich habe übrigens heute keine Daily mit Mac. Aber ich dachte mir so, hey, ich hatte noch ein Medikit am Start und dachte mir so, ja komm, dann mach doch mal wieder einen auf Sanitöter. Oh shit. Ne. So sieht man mich. Irgendjemand ist da jetzt schon gewesen. Ey, das gibt's nicht. Jedes Mal wird er mich wieder hier sehen. What the fuck? Oh shit, hängen geblieben. Das werde ich nicht mehr schaffen. Dann nehme ich jetzt wieder den Boost mit. Leute, das ist doch nicht wahr. Wie kann ich denn hier so... Wie kann ich denn so reinscheißen? Na gut, ich bin jedes Mal eine gute Ablenkung. Und jedes Mal bekommt der Killer von mir auch noch einen Schlag gut geschrieben. Und zack, also wir kriegen uns sogar easy noch ein drittes Mal hochgeheilt. Naja, es sind auch zwei Addons drauf, die die Haltbarkeit verlängern, ne? Und botanisches Wissen, wie gesagt. So, Sprintbus wäre wieder ready. Jetzt könnte ich da hinten jemandem helfen. Ah, shit. Der eine ist jetzt nicht mehr in der Jagd. Wir gehen mal hin.
Wofür sind wir denn? Oh! Yo, ich bin auch ein... Wow. Ich bin so ein Klugscheißer, ne? Oh, nee. Komm schon. Hilfst du mir? Ah, ich bin so ein Klugscheißer. Wenn man nicht in der Jagd ist, dann sieht man die Fallen eigentlich relativ gut. Ja, es sei denn, man heißt Grants. Ach ja, ich habe meine Brille heute nicht auf, Leute. Das ist meine Entschuldigung. Ihr seht's ja nicht. Ich habe ja keine Facecam an. Ach, ich hätte mich gar nicht selber befreien sollen. Guck mal, welches Addon er dabei hat. Seht ihr es unten rechts? Wenn ich mich selber befreit hätte, dann hätte ich relativ blöde aus der Wäsche geguckt. Okay, also. Zwei Rettungsversuche fehlgeschlagen, als jemand am Haken war, weil der Trapper mich jedes Mal gesehen hat. Und der andere Heilungsversuch ist fehlgeschlagen, weil ich einfach in eine Falle getreten bin, die sich sehr deutlich von der Umgebung abhebt. Genius. Brands, läuft bei dir heute. Es läuft zwar rückwärts und bergab, aber es läuft. Okay. Ach, die stellen sich von selber auf. Ah, dann wissen wir zumindest jetzt, welche Addons er dabei hat. Oh Mann, danke für die Hilfe. Ich will die Punkte. Ey, ich mache hier gar nichts diese Runde. Ich gehe mal wieder in den Gen. Ich mache, das Einzige, was ich mache, ist mich vom Trapper schlagen lassen. Oder erwischen lassen. Wow, zack, überladen. Damit habe ich gerade gar nicht gerechnet. Okay, Mac, komm. Dann lass uns jetzt hier mal eben die, diesen Generator fertig machen. Wenn der eine Typ da hinten jetzt gleich umgeklatscht wird, Harlem nehmen, gönnt er sich. Ja, dann renne ich wieder los und versuche wieder zu helfen. Auch wenn es dann der dritte Versuch ist, helfen zu gehen. Wenn er mich wieder sieht, dann ist es halt so. Ich scheine noch in der Ausbildung zu sein. Kannst doch... Wow. Ich wollte gerade sagen, du kannst doch easy weiterrennen. Jetzt habe ich die Mac verraten. In dieser Runde läuft gar nichts, ey. Ich weiß auch nicht. Ich bin so wie so ein Elefant im Porzellanladen in dieser Runde, so. Ich kriege hier irgendwie gar nichts selber auf die Kette. Oh Mann, ey. Also, er wird gejagt. Er geht auch nach oben. Oh Mann, jetzt geht er... Shit. So, ich warte hier mal. Kommt Evan nicht nach unten? Sieht er den anderen noch? Ne, er hat eine Falle geholt. Okay. So, Megaroni. Leute, jetzt. Grants wird es versuchen und wird wieder probieren, jemanden vom Haken zu holen. Wird er es diesmal schaffen? Wird er es diesmal schaffen? Die Chancen stehen schlecht. Trapper hat den da oben gesehen. Der rennt hier einfach runter. Hey! Okay, der Trapper ist weg, Leute. Grants große Stunde hat geschlagen. Er holt tatsächlich jemanden vom Haken. Die Menge flippt aus. Woohoo, Grants, wir lieben dich. Du Kacknoob. So, den haben wir hochgeheilt. Dann lass uns hier doch einfach direkt an den Gen gehen. Was kostet die Welt, oder? Mac? Ey, Mac, komm mit, ja. Ey, die hat mich gehört. Ha, nice. Stream ich wieder aus Versehen? Oh shit, Trapper Tony kommt. Ich versuche mal, dem da hinten zu helfen. Ist der Trapper hinter mir her? Nee. Scheinbar nicht. Okay, Leute, der Notarzt ist auf dem Weg. Ich kann ihnen helfen. Ja, bis ich da bin, hat er sich wahrscheinlich auch hochgeheilt. Oh Mann, ey. Ich komme mir in dieser Runde irgendwie so, weiß ich nicht, wie so eine blinde Kuh vor oder so. Yay, ich durfte ihn noch um 1% heilen. Wow, das sind Points, Leute. Das sind meine Punkte, Mac. Das sind meine Punkte. Hübsche Frisur. Ja, genau, meine. Hast du erkannt. So, weiß ich auch nicht. Ich bin nicht nur so ein Elefant im Porzellanladen. Mir haben sie auch noch die Augen verbunden, damit ich noch mehr Schaden anrichte. So, Punkte. Anders kann ich nämlich keine Punkte farmen. So, komm, Mac. Wir gehen jetzt an den Generator da hinten. Oh, der ist aber weit weg. Kam mir gar nicht so weit vor eben. An dem hat Mac ja schon ein bisschen gearbeitet. Meint ihr eigentlich, dass er einen Nöt hat? Hä? Echt? Der war so schlecht bisher gemacht. Wow. Naja, gut. Hinten wurde wieder jemand erwischt. Nein, der ist tot. Das ist jetzt irgendwie doof gelaufen. Aber hey, das passt voll in meine Runde rein. Das passt voll in meine Runde. Aber ich frage mich, was mit der Halloween-Flasche ist.
Ich frage mich, warum die Halloween-Flasche noch aktiv ist, ehrlich gesagt. Merkwürdig irgendwie. Naja, okay, Leute, ich gehe mal hier an den Einer-Gen. In der Mitte der Generator, da war auch schon relativ weit. Irgendwo ist der Trapper hier. Aber irgendjemand muss ja mal hier arbeiten, Kappa. Alles muss man alleine machen. So, guter Fähigkeitscheck. Danke, Spiel. Immerhin einer motiviert mich hier noch. Immerhin einer spricht mir gut zu. Nee. Ich hau mal in die andere Richtung ab. Weil dann ist der eine Generator jetzt hier gerade nicht mehr besetzt. Ja, und ist zurückgesetzt sogar. Und Überladen kommt. Und ich verkacke. Ich wusste doch, dass Überladen kommt. Naja, Leute, ich glaube, heute brauche ich euch keine Erklärung mehr abliefern, ja. Wie gesagt, verbundene Augen, Elefant, Porzellanladen. Stellt euch das einfach vor. Stellt euch Mac einfach als Elefanten vor, der die Augen verbunden wurden. Mein Sprintbus wäre nicht ready. Ja, jetzt wird der andere doch wieder gejagt. Nee, eine zweite Person wurde noch weiter jetzt. Not random wurde jetzt auch noch erwischt. Naja gut, Leute, ich mach die Gens, keine Sorge, ihr könnt euch doch auf mich verlassen. Ich hab hier alles unter Kontrolle. Was auch immer Kontrolle bedeutet, ich hab keine Ahnung. So, ich weiß nicht genau, ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht genau, wer jetzt gerade von den beiden gejagt wird, aber die Frage wurde mir gerade netterweise vom Trapper beantwortet. Macht doch noch mehr Lärm. So. Boah, wie ich einfach gar nichts gesagt habe gerade. So als ob der Trapper mich hören könnte, wenn ich auch nur ein einzelnes Wort sage. So, du kommst vom Haken runter. Und wenn du hier bleibst, schaffen wir das garantiert. Weil ich habe botanisches Wissen und, wer hätte das gedacht, wir schaffen das. Trapper Tony kommt nicht zurück, interessanterweise. Na, jetzt gerade hat man nochmal kurz sein Terrorradius gehört, ja dann rennen. Ich will mir meinen Sprintbus noch ein bisschen aufbewahren. Weil ich wieder Angst habe, dass ich wieder gleich vom Trapper erwischt werde. Hab ja bisher nicht so gut performt, behaupte ich mal einfach. Deswegen, wenn ich, obwohl ich war noch nicht am Haken, oder? Halt, warte, doch, war ich einmal am Haken? War ich zweimal am Haken? Oh mein Gott. Vergesslich ist er auch noch. Ja, da wurde sie erwischt. Ich weiß gerade aber wirklich nicht, ich glaube, einmal war ich bestimmt am Haken. Wo habe ich denn gehangen? Ah ja, doch, als ich in der Falle war. Genau, als ich in der Falle war, bin ich an Haken gekommen. Aber einmal war ich nur am Haken. So, Überladen. 2 von 3. Das ist, der Schnitt ist okay. Okay, sagen wir es mal so. Ich habe nach wie vor ein bisschen Panik, dass wir gleich noch voll in die Nötschelle reinrennen. Aber das wäre dann auch, also... Ja, ich meine, wir könnten die Totems machen. Ich weiß, wo ein Totem ist. Yay. Aber... Wenn er mich erwischt, hat er es eigentlich verdient. Also ich bin ja heute der Performer des Jahres gewesen. Was ist da denn jetzt los? Ist der andere etwa in die Falle reingetappt? Nee, das wird mir aber nicht angezeigt. Nee? Wie sah das denn gerade aus, Leute? Der Schlingel. Der Schlingel. Komm ich nicht ran, ey. Ach, Mann. Das Spiel kann ich nicht gewinnen. Vor allem die Falle macht den Gen komplett zu. Die macht sich ja nach 20 Sekunden selbst wieder auf. Ich glaube, er jagt aber dem anderen jetzt hinterher, oder? Wieso kommt er denn nicht? Naja, ich gehe weg. Das ist mir zu unsicher. Ich müsste jetzt wirklich irgendwie auf mein Aufnahmeprogramm schauen. Obwohl, es sind, glaube ich, 30 Sekunden. Aber trotzdem, ich kann da mich nicht an das Ding da ransetzen und immer darauf warten, dass die blöde Falle sich wieder öffnet, um die dann wieder zu entschärfen. Erstens bekommt der Trapper das mit. Und zweitens bekomme ich den Gen so nie fertig. Oh, moin.
Da liegt auch eine Falle. Da ist er. Oh! Da hat er mich wirklich noch gesehen, ey. Verdammt! Evan, du Sausack. Oh Mann. Okay, einmal darf ich aber noch an den Haken ran. Oh, hat er hier wohl irgendwo eine Falle gelegt? Da zumindest nicht. Hier auch nicht. Könnten wir ihn vielleicht hier noch ein paar Sekunden klauen? Probieren wir es mal aus. Ich weiß auch nicht, wo irgendwo noch eine Palette ist. Oder ob überhaupt noch irgendwo eine Palette ist. Ja, der hat mich erwischt. Oh, shit. Und ich komme jetzt wahrscheinlich in den Keller. Dann ist es echt GG, RIP. RIP, Grants, RIP. Ach ja. Ach, schade. Aber ich weiß nicht, wenn ich die Runde entkommen wäre. Der letzte Gen ist jetzt fertig geworden. Das ist natürlich jetzt auch ärgerlich. Jetzt sieht er natürlich nochmal, wo der andere ist. Ich bin im Keller, ey. Ob er mir hier im Keller helfen kann? Das ist die Frage, die sich jetzt alle stellen wahrscheinlich. Wenn er die Luke findet, ja, dann... Ja, shit, er wird gejagt, oder? Kommt die Nötschelle, kommt die Nötschelle. Oder der Trapper ist an ihm vorbei. Ich höre keinen Terrorradius. Oha. Oha, du bist mutig. Oder verrückt. Oder beides im Zweifel. Machst du das Tor auf? Na okay, du willst heilen, danke. Du bist ein richtiger Mate. Glaube, ich kann mich alleine sogar fast schon schneller heilen, ey. Nee, doch nicht. So, habe ich die Nötschelle jetzt verdient? Nein, okay, keine Nötschelle. Jetzt ist natürlich noch kein Ausgang offen. Ich wollte aber mal einen wegtanken hier für den Mate. Nicht, wenn er jetzt Nöt gehabt hätte, hätte ich es richtig mies gefunden, wenn er jetzt die Nötschelle kassiert hätte. Oh, das ist eine Sackgasse. Ah! Oh, wen nimmt er sich jetzt vor? Er nimmt sich mich vor, das finde ich gut. Wäre auch gemein, wenn der Mate, der mich jetzt hier nochmal extra gerettet hat, der sein Leben für uns quasi hier aufs Spiel gesetzt hat. Oh, ich bin ihm reingerannt. Ich hätte nach rechts rennen sollen. Da ist sogar noch eine Palette gewesen. Ach ja, diese Runde, ja, die vergessen wir mal alle ganz schnell, Leute. Ich bin schon scheinbar voll im Wochenendmodus. Und not random, danke, dass du mir da nochmal geholfen hast. Aber, ich glaube, du hast es mehr verdient als ich. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ach ja, interessante Runde. Sagen wir es mal so. Aber hat Spaß gemacht, Leute. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß, hier zuzuschauen. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst, was zu tun ist, lasst gerne ein Like da. Und wir gucken uns natürlich nochmal an, wie viele Punkte wir jetzt bekommen haben. Wie gesagt, es waren zwei 100% Offerings mit am Start. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt so eine Premium-Runde von mir gewesen ist, punktetechnisch. Oh, obwohl, ganz ehrlich, boah, fast 21.000, das ist ja gar nicht mal so verkehrt. Also gut, ich habe nichts gesagt. Punktetechnisch, ach, hier auch. Schillernd, Silber, schillernd, Gold. Mir kam die Runde so vor, als ob ich richtig reingeschissen hätte. Naja gut, okay, Leute. 20.800, die meisten Punkte bis hierher sogar. Not random. Wird es wahrscheinlich schwierig haben, noch rauszukommen. Oh, okay, ja. Wird es sehr schwierig haben. Also, not random. Rest in Pepperonis. Und Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zuschauen und euch ein schönes Wochenende. Macht's gut. Ciao, ciao.